Meine lieben, lieben, lieben Inselfreunde, Wildlife Park 3 Freunde, seid uns ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Ich gehe mal direkt auf Play. Wir sind so ein bisschen, sagen wir mal, ja, wir haben unsere Pflanzen auf 100%, aber mit den Tieren gibt es ein Problem. Ne? Gibt es ein Problem, dass wir, ah, jetzt wird da die Bevölkerung zu groß, ehrlich? Okay, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht zu viele verkaufen, denn wir müssen... Wir wissen, Erdmännchen sind zwar sehr produktiv. Wie viel brauchen wir? Wir haben Erdmännchen 20, wir haben 23. Okay, das heißt, wir können noch 3 verkaufen. 1. Du wanderst mir ein bisschen zu weit. 2. 3. So, das müsste jetzt auch normalerweise kriegen, die dich verkaufen. Nein, dich. Also, guten Tag erstmal. Ihr seht, geht sofort wieder los hier mit dem ganzen Scheiß. Und wir haben uns jetzt überlegt, beziehungsweise ich hatte mir überlegt, dass wir jetzt hier mal so ein bisschen gehegetechnisch abgrenzen. Weil die Gazellen und die Gnühekühe, ne, reißen immer aus, sind immer irgendwie woanders. Und wir haben ja hier schon, sagen wir mal, ich habe ja letztes Mal so ein bisschen vorgesorgt. Können die denn von denen hier Blätter fressen? Lass ich mal ganz kurz gucken. Fresst ihr hier Blätter, Freunde? Kommt ihr da dran? Ich glaube, da kommen die gar nicht dran, ne? Da kommen die, glaube ich, gar nicht dran. Wir machen mal... Wir verkaufen den mal. Und den verkaufen wir auch mal. Oh, hoffentlich war das nicht, was wir brauchten. Moment, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Erdmännchen? Habe ich einen zu viel verkauft? Gazellen? Fehlt alle. Gut, das kriegen wir auch noch hin. Schirmakazie. Scheiße, gut, müssen wir die woanders hinstellen. Das Problem ist natürlich jetzt erstmal, ich muss wieder Schirmakazien finden. So, ich glaube, Schirmakazien wollten auch Savannengras. So, Bäume. War das eine Subtruppe? Was ist denn das? Schirmakazien? Regenbaum, Farnbaum, Strehlesee. Okay, dann war das hier. Dann war das, was du das? Ne? Du hast eine. Was? Wir brauchen Schirmakazien. Hä? Habe ich hier nicht gerade Schirmakazien gelesen? Regen, Strehlisse, Fahnen, Blenden. War das nicht? Mammutbaum. Schirmerkatze. 1. Und hier noch einen, komm. 2. War es das? Schirmerkatzchen? Ja. Gut. Okay. So. Okay. Okay, hier haben wir schon mal so ein bisschen was gemacht. Hier ist eine Salzlecke. Salzlecke ist super wichtig, weil brauchen die. Hier, was mal auf, bevor hier die Erdmännchen sich rumtümmeln und einsam sind, verbimmeln wir den auch mal. So. Okay, und jetzt werden wir hier ein... Ist zumindest so meine Idee... Das war hier jetzt Spielereien. Okay, ein Affenhaus, das brauchen wir nicht. Da können sie drüber springen. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch... Was, wie sieht das aus? Ah, das ist, glaube ich, noch ein bisschen besser, weil das hier so schön lang ist. Kommen die da durch? Moment, wieso? Aber da kommen wir mit Sicherheit durch. Da war noch was. Okay. Wir müssen jetzt ja echt ein paar Grenzen ziehen, Freunde. So leid es mir tut, wir müssen Grenzen ziehen. Manchmal muss man echt Grenzen... Kommen die da durch? Wenn wir Glück haben, kommen die nicht durch. Ich weiß es nicht. Ich wollte das ja auch eigentlich gar nicht machen, Freunde. Das wisst ihr ja. Ne? Aber... Na, es sind dauernd irgendwie die Gazellen und die Gnühekühe, die hier, ne, tierisch irgendwie ein bisschen Randale machen. Und insofern, ne, weiß ich nicht, wie ich noch anders damit umgehen soll, als das halt entsprechend irgendwie abzugrenzen. Ne? Komm, warum geht das hier nicht? Okay, dann machen wir es anders, dann drehen wir es um. So, gucken wir mal ganz kurz hier. Zim. Ich hoffe nur nicht, dass die da durchkommen. Ja, hier können wir nichts machen, weil hier sind unsere... Die brauchen wir auch. Moment, den verkaufe ich mal ganz kurz. Zim.
Ja, ich bin gerade ein bisschen still, aber wir müssen das irgendwie ein bisschen koordinieren. Und... So, Zim, das drehen wir jetzt wieder rum. Das Lager sollte jetzt irgendwie, denke ich mal, groß genug sein. Da ist auch noch eine Salzlecke drin, das ist super. Okay, das sind unsere Lavendel, die dürfen wir auf keinen Fall irgendwie klar wegmachen. Die müssen wir auf jeden Fall behalten. Okay, da ist noch ein Leckstein, den nehmen wir auf jeden Fall noch mit rein, wenn das geht. Ich hoffe, die kommen da nicht durch, ey. Ich hoffe echt, dass die da nicht durchkommen. Gut, was wir nicht verhindern können, dass die wahrscheinlich dann übers Wasser, beziehungsweise nicht übers Wasser, sondern halt, ne, entsprechend, hier war doch gerade einer grün. Das ist nicht weit genug. Da. Ne, dass die dann hier irgendwie durchgehen. Mal ganz kurz, können wir da noch irgendwo... Okay. So, Kollege. Raus hier. Nein, ich wollte dich nicht verkaufen. Pardon. Du bist hier einmal... So, okay. Gazelle, haben wir dich jetzt komplett einge... Nee, wir müssen noch weitermachen, Freunde. Wir müssen noch weitermachen, oder? Okay, das war jetzt hier auf der Seite. Auf der Seite haben wir jetzt aber auch hier, da. Geht das so oder geht das so? Okay. Gut, hier, Gazelle. Mal gucken. Nein, pardon, ich wollte die nicht verkaufen. Ich wollte die hier reinsetzen. Zim, Gazelle... Zim. So, haben wir hier eigentlich alles jetzt dicht soweit, ne? Soweit ist eigentlich alles dicht. So, und zu fressen haben sie auch gut mit den Blättern. Das könnte ein Problem werden, weil die wollen ja auch Blätter fressen und, aber das ist jetzt erstmal egal. So, und das gleiche müssen wir für die Gnühe auch noch machen. Hier, auch wenn du zufrieden bist, Süße, du musst hier, sagen wir mal, ne, in das Gehege, ne? Weil, es geht nicht anders. Freunde, sind wir ehrlich, es geht nicht anders. Hallo, dich auch noch, hallo. So, es geht leider nicht anders, ihr reißt dauernd aus. Ne, und macht damit ein paar Schwierigkeiten. Ja, dass du jetzt hier einsam bist, das kann ich nicht verstehen, Kollege, ne? Ja, musst du mal ein bisschen über dich nachdenken, ob du vielleicht irgendwie dann doch irgendwie, ne? Damit jetzt wieder rauskommst. Verdammte Kacke, der kommt da raus. Aber gut, dass du uns das gezeigt hast, Kollege. Das ist sehr nett von dir. Fuck. Nein! Oh, Freund, ihr wollt mich ja wohl... Egal. Gut, da kommen sie raus. So dürften sie an für sich nicht mehr rauskommen. Wo seid ihr hin? Kommen die hier durch? Ja, das weiß ich natürlich immer nicht. Es wird immer ein paar Ausreißer geben. Das wird nicht ausbleiben. So, du, mein Freund, ne, gehst auch mal ganz schnell raus aus dem Gehege. So, wir machen das jetzt erstmal ganz kurz wieder ein bisschen... Savannengras. Es macht viel Spaß mit Savannengras. So, weil, ne, dann fühlen die sich vielleicht auch ein bisschen wohler hier mit Savannengras, ne? Was nicht so total versteppt ist, ne? Ah, da kommen die auch raus. Verdammte Kacke, ihr verdammten Biester, wieso? Hier, da, bitte. Du bist ja auch schon wieder auf dem Weg nach draußen, Kollege, ne? Mhm, hab ich mir gedacht. Da auch. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal das Loch hier stopfen. Mhm. So, dann war...
Ja, ich sag grad nicht viel, Freunde, aber das ist irgendwie, das ist alles ein bisschen, Moment, warte mal. Das hier noch gar nicht zugemacht? Okay, ich habe das hier noch gar nicht zugemacht. Doch, ist zu. An für sich ist alles einmal rundrum. Ma, haust du wieder ab? Ja, sobald das so breit ist, kommen die da durch. Okay, dann müssen wir da auf jeden Fall noch dringend einen hinstellen. Passt natürlich nicht. Nein, Kollege, ich sag dir jetzt hier da. So, Moment. Okay, dürfte jetzt nicht mehr durchkommen. Oder? Kommt er da jetzt noch durch? Das will ich mal ganz kurz sehen, Freunde. Sag mal, ey, du willst mich doch wohl speziell verarschen, ne? Das ist ja unfassbar hier. Wie kriege ich denn den Scheiß dicht, Mann? Ja, du auch. Naja, verarscht mich alle. Bitte, 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 bitte verarscht mich alle. Okay, wir müssen das Ding hier, den Affen, den müssen wir wegmachen. So leid's... Komm, weg. So leid's mir tut, die hauen hier nach wie vor ab. So, das bedeutet, Enrique, du stehst auch ein bisschen scheiße da. Ey, das ist wirklich echt unglaublich, ne? Das ist wirklich unfassbar. So, wo könnten sie denn noch abhauen? Hier, mit Sicherheit können sie hier noch abhauen. Da ist eine Salzlecke, okay. Aber da kann ich nicht, da kann ich... Gut, der ist zu groß. Ich meine, ich weiß, die springen da drüber, aber dann... Dann müssen sie auch erstmal springen. Ne? Und ja, dann sind es hoffentlich nicht ganz so viele, weil so langsam, ne? Weiß ich echt nicht mehr, wie es noch weitermachen sollen. Okay, ihr seid jetzt einsam, was ich hier vorne und hinten nicht verstehen kann. Ne? Müssen wir mal gucken, ob die noch irgendwo durchkommen. Also, was wir nicht verhindern können, dass sie hier durchs Wasser gehen. Ne? Das ist eine Sache, die wir nicht verhindern können. Ne? Hier ein Affenhaus reinbauen. Ne. Ja, also das lässt sich leider nicht stoppen, denn die brauchen auf jeden Fall Zugang zum Wasser. Und das bleibt nicht aus, weil sonst... So, du willst mir jetzt auch wieder zeigen, wo du lang willst, ne? Ja, hier. Flupp. Okay. Das so reicht. Wir werden sehen, Freunde, wir werden sehen. Na, das ist halt das Problem, ne? Also im Wasser können wir sie nicht hindern. Das Ding ist, wir müssen das halt wieso seid ihr alle einsam, Freunde? Ich verstehe das nicht, wieso ihr alle am Abnehmen seid. Unsere Pflanzen sind echt auf 100% und ihr seid hier echt voll am Abnehmen, ne? Warte mal, die fressen. Bevor zur Wandgas haben wir ja Kratzen, Springen. Hier ist der volle Springplatz, ne? Und ihr springt nicht. Ihr seid ihr lieber einsam und alleine und überhaupt macht mir Schwierigkeiten und Probleme, ne? So, pass mal auf. Zim. Nein. Verdammt, ich klicke gelegentlich den falschen. So, du hier. Du hier. Jetzt könnt ihr schön spielen hier, ne? Könnt ihr ein bisschen jumpern. Und was macht ihr? Ihr memmt ab. Mehr Artgenossen. Mehr Artgenossen. Was machst denn du hier? Knuku? Ja, wobei die Gnu-Kühe, ne, die müssen wir uns auch nochmal irgendwie überlegen, wo wir die so hinballern, ne? Sollen wir die auch stumpf hier in das Gehege ballern? Was, Moment, jetzt müssen wir ganz kurz mal gucken. Wo ist die Gnu-Kuh gewesen? Hallo? Ey, die sind hier echt einsam. Das gibt doch zu, dass das albern ist, oder? Hier, da sind 1000 Kollegen. Wir können noch welche nachkaufen, ist ja kein Problem. Aber dann, ne, ist das albern. So, du kommst ja hier mit sich auch noch irgendwo raus, ne? Kollege,
ganz kurz, wie viel Herde vertragen die? Herdengröße, wo haben wir sie? Bis 30. Okay, dann kaufen wir noch ein paar Gemüse. Nur damit das irgendwie, ne? Nicht Gemüse, sag schnell. Hier, Dings der Bumster. Und zwar kaufen wir nur Leute, die gut drauf sind. Du bist gut drauf. Das heißt, dich kaufe ich. Du bist gut drauf, dich kaufe ich. Du bist nicht ganz so gut drauf, du bist gut drauf. Dich kaufe ich. Okay, du warst auch gut drauf. Super. Kaufe ich auch. So, damit die Wahrscheinlichkeit, dass die halt einsam sind, immer geringer wird. Ne? Dann das müssen wir irgendwie gucken. So. Machen wir das wieder zu hier. Okay. So, Freunde. Tut mir einen Gefallen. Brecht nicht aus. Dann seid ihr auch nicht einsam. So, ganz kurz mal rumfahren, wenn irgendwo ein paar Gazellen sich aufhalten, ne? Jetzt mal ganz kurz, wie viele Erdmännchen? 20, wir haben 23. Okay. Du bist schlecht drauf. Tschüss. Da war noch irgendwo einer. Beide. Trifft sich gut. Tschüss. Ihr. Tschüss. Bumm. So. Okay. So, Pflanzen noch. Du bist eine Gnu-Kuh. Wisst ihr was? So, jetzt erstmal prophylaktisch, ne? Werden wir die Gnu-Kühe jetzt einmal hier in das Gazellengehege mit reinballern. Hier sehe ich auch noch eine Gazelle. Zim. Zam. So, die Gnu-Kühe werden wir tatsächlich erstmal hier mit reinballern. So, ist das ein Flusspferd? Der trinkt bei beim Zebra. Guck mal, das war die falsche Station, Kollege. Du bist irgendwie, ne? Ich verhungere. Okay, dann muss ich leider verkaufen, so leid es mir tut. Das weiß ich nicht, ob wir noch, Das Problem ist ja, dass ich die Dinger nicht... Ich kann die nicht verschieben, ne? Ich würde die ganz gerne... Ne? Aber ich kann die leider nicht verschieben. So, die haben Durst. Du hast Durst. Pass auf, Durst gibt das hier. Und hier machen wir jetzt Folgendes, Freunde. Ihr wisst, ich bin da nicht so wirklich gut drin. Aber stufenweise anheben, Gelände anebnen, ebnen. Ach, das war der falsche. Doch, das war der richtige. Das Problem ist, hier kann ich nicht mehr anheben. Hier kann ich nicht mehr anheben. So, dass die hier zumindest dann nicht weiter rausjumpern, so in der Hoffnung halt, ne? Wisst ihr, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Was machst denn du denn da? Kollege? Ja, du bist aber ziemlich gelenkig, Kollege. Das ist so alle Achtung. Und schwimmst jetzt trotzdem außen rum, wa? Alter, bist du Reinhold Messner? Ey, coole Nummer. Ey, der klettert über den Berg. Also das... Ja, ich glaube, die wollen mich mit aller Gewalt verarschen, liebe Leute. Und das kann ich nicht länger dulden. Ich werde jetzt die Folge beenden, weil ich... Reinhold Messner hier in meinen Tieren. Das ist... Liebe Leute, in diesem Sinne, ab in die Rinne, Freunde. Alter, ich verrate, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Wir müssen gucken, dass wir sie nie weiterkriegen. Sonst, ne? Wir sind auf 95%. Das ist schon gar nicht so schlecht. Wir kriegen... Ich glaube an uns. Wir schaffen das. Liebe Leute, macht es gut. Euer Inselbewohner 45. Ciao, ciao.